Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Ha!
Nennt euer Begehr. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore! Ihr wart gute Soldaten. Habt hart gearbeitet. Und gekämpft. Und getrunken. Brüder, Schwestern, ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Vigo, was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava gestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Halt! Sie erwartet uns. Viel Glück. Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen, dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanctuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Seid gegrüßt. Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab, belastet einen, Körper und Seele, beutelt einen so richtig. Es läutert einen, als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, meine Freundin. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Thank you.
Horcht auf, Kreatur der Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Eurer Wunden. Lasst das Eis in eure Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen, denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. Seht die Berge, die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Bereit.
Pilgerin, blickt in euch hinein. Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Haltet euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Karten. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein? Ich will nur... Verdammt! Ich bete! Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Weiß nicht genau. Aber ich habe verrückte Gerüchte gehört. Ihr alter Mönch, falls der Pechvogel überhaupt noch lebt. Da drin ist es sicher so kalt wie hier draußen. Aber prächtig wird es sein, das steht fest. Nur das Beste für den Hohen Herrn. Kniet vor ihm nieder und denkt daran, dass ihr klein seid, unendlich klein. Das war er, bis die süße Poesie der Prophezeiung erklang. Um ihre Botschaft zu ergründen, pilgerte er tief in das Herz Sanctuarios. Auf dem Weg zu... Nun, das sollte ich nicht sagen. Nein, nein, es geht nicht ums Niederknien. Es geht um Wunder, Ehrfurcht. Das Licht selbst, die Göttlichkeit selbst strömt aus diesem Raum. Obwohl mein Fleisch kalt und taub ist, ist mein Geist warm vor Ehrfurcht. Was können wir tun, außer niederzuknien?
vor mich treten? Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung. Nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat. Von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Aber ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie stoppen. Die Audienz ist beendet. Zurück nach Cor Valar.
Gesegnet sind diejenigen, die sich im Licht sonnen. Möge unser Glaube unsere Rüstung gegen die heraufziehende Dunkelheit sein. Ah, ihr seid zurück. Kehren wir der Kälte den Rücken und sprechen drinnen. Doch steht ihr unversehrt vor mir. Ich kenne seine Wege. Das ist mir Zustimmung genug. Im Namen des Lichts segne ich euch. Möge das Licht euch durchströmen und euch vor Verderbnis und Sünde beschützen. Unser Sieg wurde in den Himmeln prophezeit. Von der Stimme des Vaters zu mir. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Zuerst Lilith, dann die großen Übel. Er wird uns vom ewigen Konflikt befreien. Vigo und ich hatten nach seiner Rückkehr ein gutes Gespräch. Er wird Buße leisten. Vertraut darauf, dass er sich in guten Händen befindet. Buße. In den Augen des Himmels war die Erschaffung der Menschheit eine Sünde. Sie haben ihn gestürzt. Jetzt sucht er nach Erlösung und einer Möglichkeit heimzukehren. Wie es prophezeit wurde, stellt die Tötung Liliths diese Möglichkeit dar. Wenn er aufsteigt, tun wir das alle. Eine Fremde. Ich könnte eure Hilfe brauchen. Ein sterbender Ritter hat mich für seinen Beichtvater gehalten. Er sprach von frevlerischen Dingen. Er sagte, seine Rittertruppe hätte ein Geheimnis gefunden, das ewiges Leben verspricht. Einen roten Kelch. Der Bischof, der sie anführte, habe ihnen befohlen, tief daraus zu trinken. Er beichtete, dass sie jetzt an einem Ort lagern, den er die Blutrote Kapelle nannte. Der Kelch muss gefunden werden. Und ich muss gehen. Sucht mich im Lager des Bärenstamms auf, wenn ihr ihn habt.
habe kaum noch Energie. Des Lichts, 1318, Anno Kejistani, haben wir 92 Seelen auf diesem heiligen Boden begraben. Fehl- und Totgeburten, 7. Verblutet, 4. Im Wochenbett gestorben, 2. Hingerichtet, 15. Erfroren, 6. Altersschwäche. Eine Seele. Blutentnahme 54. Verhungert. 3. Ich hab nicht genug Energie. Thank you.
Energie mehr. Ha!
genug Energie. Ich brauche mehr Zeit. Bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich trage zu viel.
Energie. Dem Schicksal sei Dank, dass ihr lebt. Ich werde den Kelch zerstören und mit etwas Glück ist die Sache damit erledigt. Danke für alles, was ihr getan habt. Aber bitte, sprecht nie wieder davon. Unser Zweck bleibt klar, aber unsere Moral sinkt. Baltok, der Champion des Häuptlings, wurde vor kurzem getötet. Jetzt haben die Khazra seine Waffe, den legendären Grizzly Malmer. Es fällt schwer, dies von einer Außenseiterin zu erbitten. Bitte holt den Hammer von diesen schändlichen Bestien zurück. Wenn wir ihn ihnen überlassen, ist es eine Schande für unseren gefallenen Champion. Zuletzt sah man ihn, als er in eine Höhle in Malnok geschleift wurde.
Wir stellen diese Trophäen zur Schau, um die Urahnen zu ehren und ihre Weisheit zu uns zu lenken. Die Schädel erinnern mich daran, dass der Tod immer in der Nähe ist. Ob ihre oder meine. Für einen Schädel halte ich mir einen Platz frei. Den des Ziegenmenschen, den wir Koller den Sammler nennen. Er jagt im Norden und labt sich an unseren Gefallenen. Koller hat uns herausgefordert. Wenn ihr mir seinen verdammten hässlichen Kopf bringen würdet, würde euch das große Gunst bei meinem Stamm einbringen. Überlass das mir. Was ist das? Ein Hinterhalt? Diese verfluchten Bestien! Das war Namrans Kette. Danke, dass ihr sie zurückgebracht habt.